Hallöchen und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Starbound. Ich glaube 49, das weiß ich jetzt gerade nicht. Das liegt daran, wie ich Folge 48 mache, ob 48 48 ist oder ob 48 49 und 48 ist. Und dann ist das hier jetzt Folge 50. Momentan sieht es so aus, als würde ich bei Folge 48 sehr, sehr viel schneiden müssen. Denn da habe ich fast gar nichts gemacht. Und ich weiß nicht, was genau da drin bleibt. Ich bin in der letzten Folge eigentlich nur umhergegangen und habe philosophiert, welche Planeten wir suchen können. Und das habe ich mir im Nachhinein angeguckt und festgestellt, das will doch keiner sehen. Jetzt mal ernsthaft. Ich bin die Bookmarks durchgegangen. Ich habe sehr viele Bookmarks gesetzt. Ja, die heißen schon später besuchen. Wo ich mir denke, ach, das ist ein schöner Planet, den möchte ich mal später besuchen. Aber um ehrlich zu sein, es könnte sein, dass diese ganzen Planeten nicht mehr funktionieren. Denn Fracking Universe hat sich in der letzten Zeit sehr stark verändert wieder. Und das heißt, Planeten, die noch mit dem alten Map-Generator gebaut wurden, die könnten jetzt mittlerweile nicht mehr so gut funktionieren. Und da ist es wirklich riskant, auf so einen Planeten draufzuspringen. Deswegen werde ich das Ganze vielleicht irgendwie anders machen müssen. Das andere, was wir in der Folge gemacht haben, was ich hoffentlich nicht rausschneiden werde, ich habe einen Nanofabricator gebaut und dafür endlich den Auftrag hier erledigt. Jetzt gucken wir mal, was wir noch für Aufträge haben. F4 Energy Rifle, das müsste doch zu machen sein. Zentrifuge. Gucken wir mal gleich nach, was wir dafür brauchen. Das hätte ich natürlich vorbereiten können. Mache ich natürlich nicht. Können wir noch nicht hier drin bauen. Heißt nicht, dass wir es generell nicht bauen können, bloß nicht da drin. Wir haben hier auch noch unseren ganz normalen Architectors Table. Genau, das hier wollte ich mal angehen. Und zwar beschwere ich mich ja fast jede zweite, dritte Folge. Wir haben ja hier jede Menge Sachen, jede Menge Kisten. Und ein ganz furchtbares Ordnungssystem. Eine Möglichkeit, dem Ganzen Herr zu werden, wären einfach größere Container. Die könnten wir eventuell auch bauen. Aber auch das ist nur eine temporäre Lösung. Und, oh, okay, das hier ist mal geändert worden. Der Gene Storage Chest oder Gene Storage Locker ist jetzt einfach mal umbenannt worden. Aber vom Symbol her ist es immer noch das gleiche. Ich glaube, es gibt doch keinen Locker mehr, oder? Also den normalen, da ist jetzt einfach die Grafik geändert worden. Ich glaube, ich bin mir da ganz sicher, ich habe noch die Originalgrafiken irgendwo bei mir auf der Festplatte liegen. Aber warum eigentlich? Das sieht doch viel schöner aus. Ah, da braucht man Gyrogenik-Extrakt. Aber da, ansonsten Glas braucht man jetzt noch, auf jeden Fall. Advanced Plastik haben wir noch mehr als genügend. Ein bisschen Tungsten. Ich baue jetzt einfach mal beide. Und vielleicht baue ich noch ein paar mehr. Erstmal mein Glas suchen oder Tungsten oder beides. Oh Gott, wir haben wirklich nicht mehr viel Tungsten. Das sind jetzt nochmal zwei Bahnen und. Nee, das sind erstmal vier Erze, daraus werden zwei Bahnen. Oh, hier haben wir noch mehr Tungsten. Das nehme ich jetzt einfach mal komplett mit. Das ist auch das gleiche, oder? Ja. Da haben wir jetzt noch ein bisschen mehr, das passt schon. Glas brauche ich noch. Wo haben wir das Glas? Und ich fange jetzt schon genauso an, wie ich die letzte Folge beendet habe. Ich gucke mein Inventar durch, aber da kriegt er vielleicht mit, wie notwendig das ist, was wir jetzt gerade hier machen. Inventar. Arbeit, nenne ich es mal. Da können wir jetzt das Ding herstellen. Ach so, dafür brauchen wir noch das Cryogenic-Extrakt. Davon haben wir garantiert was da, aber. Wo ist die Frage? Und es kann sein, dass ich das übersehe. Ah, hier meins. Ganz einfach, weil ich komplett den Überblick verloren habe. Ich habe irgendwas anderes mitgenommen. Ich habe kein Gyrogenik-Extrakt mitgenommen. Was habe ich mitgenommen? Static Cell. Nee, ah, hier sind Cryogenik-Extrakte. Okay. Das ist jetzt aber auch wirklich das Richtige. Da werde ich das mal herstellen. Einfach so. Ein Foodlogger. Hat noch leider nichts Neues freigeschaltet. Und dann haben wir mein komplettes Tungsten verbraucht, weil ich vergessen habe, die Erze in Bahnen umzuwandeln. Aber das ist eine andere Sache. Das hat jetzt nichts mit dem schlechten Lagersystem zu tun, das ich hier aufgebaut habe. Und dann gucken wir mal, was die Dinger leisten können. 128 Slots und wesentlich kleiner als diese Giganten hier. Sehr schön. Davon kann man ein paar bauen und die dann auch stapeln. Ich glaube, die kann man auch irgendwie aufeinander stapeln dann. Ich nehme dich mal kurz wieder weg und baue dich dafür hin. Du müsstest dann hier noch Platz haben. Ja, sehr schön. Manchmal, ich könnte versuchen, dicht auf dem anderen zu stellen, um zu sehen, ob man dich überhaupt stapeln kann. Kann man. Sehr schön. Sieht ein bisschen komisch jetzt aus. Das ist auch nur zur Demonstration.
Ja, wir könnten jede Menge von diesen Kisten bauen. Das habe ich im letzten Let's Play gemacht und diese ganzen Sachen geordnet. Da haben wir eine Kiste dann nur für Erze und dann muss ich halt nur noch in der Erzkiste suchen. Und wir haben einen Mod installiert. Ich weiß jetzt nicht genau, welcher das war. Der sorgt dafür, wenn man hier eine Kiste wegnimmt, dass hier nicht überall Teile verstreut sind, sondern dass alles in der Kiste bleibt. Ist alles schön und gut. Was ich vorhab, ist den Mod namens Steambound Reloaded zu benutzen. Ich habe eigentlich vor, ein richtiges Review zu machen, aber dafür müssen wir erst ein paar Grundlagen bauen. Und das mache ich jetzt in dieser Folge. Und das richtige Review, das wird dann Folge 50. Das ist eigentlich auch ein schöner Moment dann. Kann man da vielleicht wieder ein paar neue Zuschauer mitkriegen. Ich habe mir einen Tag, bevor ich jetzt diese Folge gestartet habe, eine Notiz dazu gemacht. Die habe ich natürlich wieder komplett zur Seite gelegt. Genau. Einfach sämtliche Teile, die es für das Dingens gibt. Da brauchen wir 41 Eisenbahnen. Okay, das haben wir nicht. Wir haben... Haben wir Erze? Haben wir Iron-Erze? Das wird ein bisschen knapp. Mal gucken, ob wir es trotzdem hinkriegen. Müssen wir halt ein bisschen... Nein, das braucht man nicht. Wir haben das da? Okay, haben wir zufällig auch Frosisium. Wieso? Ich will das nicht nehmen. Ich wollte ein Erzdingens mitnehmen. So, da haben wir nämlich 34 durch 2, das... Oh Gott, das ergibt 16 Eisenbahnen. Reicht dann auch erstmal. Durastil haben wir auch in Erzform da. Wir müssen erstmal was essen. Erstmal hier diese Glitch-Metallfrüchte, da haben wir gerade ein paar. Oh, das wird bald schlecht, dann müssen wir das auch mal essen. So, sollte jetzt erstmal Ruhe sein, eine Weile. Und zwar, als erstes brauchen wir so eine Art Netzwerk, das wird mit diesen Heavy Pipes gebaut, die wir hier auch als Zutat brauchen für das Pipe Inlet. Dafür brauchen wir ein Eisendingens. Die Pumpe brauchen wir nicht, da können wir also auf ein paar Eisendinger verzichten. Das hier brauchen wir momentan auch noch nicht, aber das hier ist wichtig. Sprout ist jetzt auch nur zu Demonstrationszwecken, wäre es wichtig. Und ein Terminal, das ist wichtig. Okay, ich habe vor einiger Zeit mal einiges eingesammelt an Core-Fragments. Da haben wir noch ein paar. Ja, wir brauchen ja bloß mal gucken, was auf meiner Liste steht, was wir hier noch mitnehmen müssen. Diamanten ist da als allererstes gelistet. Wir brauchen auch bloß einen. 5 Goldbahnen. Kann sein, dass ich jetzt Sachen einsammle für Sachen, die wir dann nicht bauen werden, aber das ist... Zumindest wird es dann erstmal. Core-Fragmente brauchen wir, haben wir mehr als genügend. Tungsten-Bars brauchen wir mindestens 6. Haben wir. Kupferbahn 20 plus eine große Menge an Kupferbahnen. Das war die falsche Taste. Wo haben wir die normalen Kupferbahnen? Ich glaube, Kupfer ist mit das meiste, was wir überhaupt haben. Hier sind Kupferbahnen. So, 35 plus, das müsste jetzt reichen. Und dann brauchen wir diese Heavy Pipes, habe ich ja erwähnt. Allein nur für die Sachen, die man bauen kann, braucht man mindestens 300. Okay. Aber mal 20, das heißt 30 mal 20, das könnten 600 sein. Um ehrlich zu sein, das könnte auch ungefähr auf das Schiff hier passen. Ich produziere jetzt erstmal nur 20. Haben wir 400. Das heißt, ich glaube, jetzt können wir eigentlich alles bauen, was wir bauen könnten von dem Mod. Ja, Pipe Inlet, das ist sozusagen, da können wir alles reintun. Einen Router, das wäre schon wichtig. Und ein Terminal, das braucht man noch. Ach so, ich muss noch meine Golderze in Goldbahn verwandeln. Da können wir auch den Router bauen. Und ich kann jetzt einen Zero Bust bauen, auch nicht schlecht. Und was fehlt jetzt? Ein Goldbahn ist nicht genug, wir brauchen 5 davon. Und das ist eigentlich das Wichtigste, glaube ich zumindest. Ich habe noch einen anderen Mod, der zur Lagerverwaltung dient. Das ist der hier. Den können wir dann mal angehen. Aber ich will erstmal den hier bauen, denn das ist einer, der zumindest relativ schnell verfügbar ist. Relativ früh im Spiel. So, jetzt haben wir noch 300 Pipes. Und der Witz ist, wir können, wenn wir meinen Meta-Manipulator mal ein bisschen klein schalten, weil wir brauchen jetzt hier nicht die ganze Dreier-Size. Wir können Hintergrundteile hier wegnehmen und hinter die
Kisten Pipes als Hintergrundteile legen. Und ich glaube, hier geht das nicht lang. Dann machen wir es mal hier lang. Und wenn wir das hier machen. Ah, okay, wir können doch über das Ding Pipes legen. Ich nehme sie trotzdem mal weg wegen der Optik. Dann, also ich will das nochmal großartig machen. Ich will bloß selber gucken, ob das jetzt funktioniert. Sehr schön, da haben wir jetzt hier so eine Art Auflistung. Alles von den Kisten, die, ja, die mit diesem Terminal verbunden sind. Und wir können jetzt, ich glaube, wir können jetzt einfach hier Sachen mitnehmen, oder? Wenn ich jetzt hier das Liquid Aqueous requeste, dann kann ich das einfach so mitnehmen? Nee, da tippe ich einfach nur Sachen ein. Ich nehme mal hier das Gen mit, dann kann ich das Gen mitnehmen. Und den Beachball, ich weiß gar nicht, wo der herkommt. Nehmen wir einfach noch, nehmen wir hier ein Gen. Nee, wir nehmen zwei Gene. Das ist ein bisschen problematisch, weswegen das jetzt nicht meine bevorzugte Wahl ist. Aber das Gute an dem Mod ist, der ist einfach da. Der ist relativ schnell verfügbar. Man kann, wie gesagt, relativ schnell so ein Terminal bauen und hat dann sein komplettes Inventar zur Verfügung. Und mit dem Inlet. Also wie gesagt, ich will dann nochmal ein richtiges Video dazu machen. Hier können wir dann Sachen reingeben. Ich gebe jetzt mal das Hühnchen. Ich will mal wissen, ob. So, ich nehme mal hier eins raus davon. Hier. Und dann geben wir nicht das Terminal. Das ist alles Übung. Wir geben das hier rein. Und wo bist du gelandet? Du bist hier gelandet. Seht ihr das? Nicht in der Kiste, sondern in der Kiste. Das ist relativ, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, relativ egal eigentlich, weil dann wird halt alles so Stück für Stück aufgefüllt. So, der erste Container, den das Terminal sieht, der stopft einfach alles rein, bis der voll ist. Dann kommt der nächste Container, dann kommt der nächste Container, dann kommt der nächste Container. Und im Prinzip ist es ja uns egal, weil wir haben ja eh alles hier zur Verfügung. Und nicht das Terminal nimmt die Dinge an, sondern das hier. Und dann hat man noch den Router, glaube ich. Genau, den Router. Wenn wir den anklicken, haben wir erstmal einen Überblick über unser Lagerungssystem. Das dunkelgraue sind die Pipes, soweit ich weiß. Das hier ist das Inlet. Das hier müsste das Bücherregal sein. Und das hier sind die Kisten, die hier so anstoßen. Die Kisten über und unter dem sind nicht mit drin. Also man muss wirklich da, wo das Hintergrundteil die Kiste berührt. Sowas hier, wie zum Beispiel das Rohr, geht hier lang, aber da oben ist die Kiste, das wird nicht akzeptiert, sondern da müsste jetzt auch hier oben zum Beispiel ein Rohr sein. Und mit Hilfe des Routers kann man sich erstmal, wie gesagt, das angucken, aber man kann hier auch irgendwie Filter einstellen und sagen zum Beispiel, ja, wie gesagt, ich glaube, hier kann ich einen Input eingeben. Bist du jetzt ein Input? Habe ich dich jetzt überhaupt angewählt? Ah, Set Input. Ich kann jetzt den hier zum Beispiel als Input anwählen und den als Output anwählen. Und kann jetzt hier sagen, was kann ich denn machen? Erstmal gucken, ob jetzt hier schon irgendwas passiert ist. Ach so, weil die Kiste voll ist. Gucken wir mal. Oder machen wir es umgekehrt. Das Bücherregal ist ja noch nicht komplett voll. Reset. Also setzen wir dir als Input und setzen dir als Output. Und dann müsste jetzt das Bücherregal voll sein. Nee, es ist noch nicht. Oh, der Router ist jetzt irgendwie. Warum hat der Router jetzt kein Dingens mehr? Kein Zugang zum System. Ich nehme dich nochmal mit, Router. Und setze dich wieder hier hin. Okay, nochmal. Set Input. Und dich als Output. Und sagen wir mal, komme ich von hier aus noch an das Bücherregal dran? Ja, aber dann ist. Oh, guck mal, jetzt ist das Bücherregal voller Zeugs gestopft. Weil alles, was in der Kiste war, hat er jetzt hier reingetan. Wenn ich jetzt hier was rausnehme, dann wird sofort nachgefüllt, bis die andere Kiste leer ist. Wenn ich jetzt was hier reintue, dann wird das ohne Gnade sofort wieder ins Bücherregal gestopft.
Wenn ich jetzt hier noch was zusätzlich rein tue. Okay, dann bleibt das in der Kiste übrig. So. Aber ich kann eingeben, okay, das ist jetzt zwar der Input und das ist der Output, aber ich kann zum Beispiel sagen, nimm nur Kupfer an. Invert Filter heißt, nimm alles außer Kupfer an, oder? Don't take filtered items. Only filtered items. Was man damit dann machen kann, ist, man setzt sich zum Beispiel... Okay, also Kupfer müsste verteilt werden. Achso, wird nicht verteilt, weil hier kein Platz ist. Aber wenn ich jetzt hier das Gen wieder rein tue, dann bleibt das da. Was man damit machen kann, man setzt vor die Kiste, vor das Inlet, bevor das irgendwo verteilt wird, so eine Art Sammelkiste, dann setzt man ganz viele Router, denn das geht nur für einen Router, und sagt zum Beispiel, okay, aus der Sammelkiste sammel alles in die Kiste und sag nur die Metalle. Und dann kann man halt hier so 5 Sachen verteilen und das wird dann in die Kiste verteilt. Bah, um ehrlich zu sein, das ist furchtbar. Da gefällt mir das, was wir vorher hatten, eigentlich besser. Und zwar hier diese roten, nee, das ist blau. Das ist ein blauer und das ist ein grüner Kristall, also von diesem Hyper-Storage-Mod, der einfach sagt, okay, guck, was in den Kisten drin ist. Und wenn du zum Beispiel so ein Gen findest, dann stopf alles, wo die Gene hingehören, wieder hinzu. Das ist auch okay. Im Prinzip könnte man jetzt beide Mods in Kombination benutzen. Also Hyper-Storage, diese Kristalle hier, um die Sachen zu beladen, dann braucht man dieses Inlet nicht. Und um das rauszunehmen, könnte man das hier nehmen und dann... Hoppla, das war falsch. Achso, einfach anklicken. Wenn ich das hier anklicke, kann ich dann... Nee, ich darf nichts drücken. Ich habe halt hier irgendwie keine Möglichkeit. Also, ich sehe zumindest keine. Hier einzelne Sachen rauszunehmen. Das heißt, ich nehme das komplette Ding mit. Wenn ich jetzt hier Eggesalt habe, ich nehme das komplette Eggesalt mit. Und ich weiß nicht, wo das dann wieder hingehört. Dann kann ich auch das hier nicht mehr benutzen. Weil ich habe jetzt das Eggesalt aus meiner Dingens rausgenommen. Sieht er nicht mehr. Ich kann es jetzt natürlich ins Inlet stopfen. Das Inlet habe ich gerade weggerissen. Hat aber auch das Problem. Ja gut. Du gibst mir Eggesalt, dann stopfe ich das irgendwo hin, wenn ich es wiederfinde. Ja, und tschüss. Dürfte jetzt hier drin sein. Genau. Ist zumindestens, also wenn man sich überhaupt keine Mühe machen will, dann stopft man einfach hier haufenweise Kisten und bedient sich permanent aus dem Terminal. Um ehrlich zu sein, das ist eigentlich, es reicht doch eigentlich zu. Man kann dann auch, das können wir mal gleich ausprobieren, an verschiedenen Stellen, wo es halt wichtig wird, immer wieder Terminals und Inlets reinsetzen. So an jede Station könnte man es zum Beispiel setzen und dann dürfte das auch aufs Gleiche hinauslaufen. Ich probiere, ich guck mal, habe ich überhaupt die Möglichkeiten... Nein, ich kann kein zweites Terminal bauen. Warum nicht? Iron Bars? Okay, an Iron wird es wirklich scheitern. Wir können noch ein zweites Inlet bauen und ausprobieren. Dann machen wir das auch gleich mal so, dass wir hier... Haben wir den Metal Manipulator ausgewählt. Dann nehmen wir hier noch... setzen wir hier noch eins hin. Achso, natürlich erstmal die Rohre verteilen. Und dann da, wenn ich jetzt hier was reintue, zum Beispiel dein Router, dann ist er hier drin, okay. Wenn ich hier was reinlege, das ist ein Campfire zum Beispiel, dann ist es hier drin. Also wirklich die erste Kiste vom Inlet aus. Vielleicht kann man damit noch ein bisschen was steuern. Ja, okay, das wäre dann eigentlich so, dass man schon sein komplettes System macht, sich ungefähr merkt, okay, hier habe ich meine Metallkisten, dann setze ich hier ein Inlet hin. Und dann lasse ich einen entsprechenden Respektsabstand zu irgendwelchen anderen Kisten, wo ich was anderes lagern möchte. Besonders wenn wir die dann hier benutzen, die müssten eigentlich auch funktionieren. Genau, probieren wir doch noch gleich mal aus. Ob das auch geht. Und ich frage mich gerade, was das dann die nächste Folge wird, wo wir das alles nochmal machen. Und so, das müsste funktionieren. Hoffen wir es mal. Wisst ihr was, ich nehme dich mal kurz weg, damit wir hier so einen kleinen Respektabstand haben. So, das müsste gehen, das müsste gehen. Jetzt stopfen wir hier mal meine Fackeln rein. Da sehen wir hier meine Fackeln. Wo hat es die hingetan? Hier in den Kühlschrank. Sehr schön. Ja, das könnte man jetzt eigentlich
Damit könnte ich jetzt eigentlich mein ganzes Schiff umbauen. Und momentan bin ich ehrlich gesagt zu faul, was Größeres anzufangen. Es gibt, wie gesagt, noch einen anderen Mod. Den zeige ich jetzt nochmal ganz kurz. Da brauchen wir aber mehr Materialien. Ich kann aber trotzdem mal anfangen, das zu bauen, weil warum nicht? Und zwar ist das hier mit diesem Transmitter-Dingens. Brauchen wir noch Network Rally? Brauchen wir eigentlich nicht dafür. Was wir brauchen ist das Ding und da gibt es noch zwei andere Sachen. Die sehe ich aber hier nicht. Zumindest sehe ich die nicht hier. Ich weiß nicht, wo man die genau bauen kann. Das kann sein, dass wir die an der Wiring Station bauen müssen. Da fehlen mir jetzt aber auch die Zutaten. Können wir doch mal gleich das eine System benutzen, um das andere System zu verwenden. So, setz mal hier überall Pipes hin. Das baue ich dann mal alles schön so zwischen den Folgen. Oder in dieser Folge zwischen den Aufnahmen. Aber der braucht immer noch eine Ewigkeit, der Meta-Manipulator. So, und hier müsste man noch, dass ich da an die untere Kiste rankomme. So, das sehen wir jetzt alles nicht, aber das ist auch ganz gut so, dass man es nicht sieht. Also man, wenn zum Beispiel diese Rohre hier überhaupt nicht in das Outlet passen, was ihr so vorhabt, dann könnt ihr sie praktisch verstecken. Das ist auch ganz praktisch. So, kommen hier, Terminal. Und da guckt man mal, was wir brauchten. Tungsten, Silber, Liquid Aqueous und den Diamanten. Also Tungsten. Ich gebe einfach Tung ein. Haben wir noch vier Erz. Ah ja, wir nehmen einfach alles mit, weil das ist jetzt sowieso halber Abriss. Dann braucht man Silber, habe ich mir gemerkt. Ach nee, Silver ist Englisch und ja, komm, alles. Was waren noch? Core-Fragments haben wir noch, glaube ich, zumindest Diamanten. Ja, 23, why not? Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht zu viel reinschmeiße. Aber da kann man auch was dagegen tun. Und zwar einfach jetzt random Kisten mit Sachen füllen, die wir nicht brauchen. Das werde ich dann alles mal später ordnen. Das geht dann auch leichter, indem ich hier einfach sage, okay, was haben wir alles hier drin? Und dann nehme ich mir die Sachen raus und ordne sie nochmal richtig. Das wird dann auch besser funktionieren. So, was haben wir noch nicht? Wir brauchen noch mehr Tungsten und die Irkus-Geschichte. Noch mehr Tungsten kriegt man hier. Ich hoffe, das reicht. Reicht das? Ein Bahn fehlt. Und zumindest hier haben wir jetzt auch keinen Bahn mehr drin, oder? Nein. Okay, da muss ich sowieso noch mal ganz kurz eine Pause machen und in der werde ich dann auch alle anderen Zutaten zusammensammeln und dann sehen wir uns gleich wieder. Okay, da bin ich wieder. Ich musste jetzt gerade allen Ernstes ein paar Lebensmittel verkaufen, um, oder sei, habe ich vergessen zu verkaufen, um mir einen Tungstenbahn zu kaufen. Wo haben wir denn? Und jetzt müssten wir aber eigentlich alles haben. Zumindest für den hier. Und jetzt haben wir was gelernt. Transmitter, Bife Bay, Storage Bus und Transmitter Terminal. Ah, und die sind jetzt auch hier. Ein Drive Bay braucht man, da braucht man noch mehr Tungsten. Okay, das wird in dieser Folge sowieso nicht. Ein Transmitter Terminal und nee, Storage Bus ist das. Das hier braucht man auf jeden Fall. Storage Bus. Ah, okay, damit können wir Kisten. Das habe ich schon in einem anderen Video gesehen. Eigentlich ist das hier nur eine deutsche Version von anderen Videos, die ich mehr oder weniger nur kopiere und das auch mehr schlecht als recht. Aber ich habe ja vor, das alles nochmal gut und besser und richtig zu machen. Ja, dann bauen wir das erstmal. Mal gucken, ob wir da noch irgendwas lernen. Leider nicht. Ach, hier brauchen wir noch mehr Tungsten. Ich bin jetzt ganz kurz davor, mir Tungsten zu ercheaten. Das will ich aber nicht. Ich will nicht cheaten. Na gut, wir brauchen hier auch noch Glas. Das müsste ich auch nochmal bauen. Ja, mal gucken, ob wir irgendwas in reichen Massen da haben, was wir ko nicht kopieren, was wir verkaufen können. Gold oder so. Ja, das könnte sich fast lohnen. 2800 ist das wert. Und wenn ich es in Goldbahn umschmelze, was wäre das dann noch wert? Wahrscheinlich das gleiche, oder? Ja, genau. Ja, okay. Davon kann ich mir aber keine 16 Tungsten kaufen. Und die Folge geht jetzt schon so lange.
Aber da kriegt er mal wieder mit. Wie lange das hier so dauert, irgendwas vorzubereiten, das hier habe ich noch gar nicht angeguckt. Boah. Mir wird schon jetzt halb schlecht. Im Prinzip würde ich das erst einmal so gestalten, dass ich hier zwei größere Lagersysteme mache. Eins mit Foodlocker. Also, ich stelle mir das ungefähr so vor. Ich habe hier meine Starterkiste. Anstatt Starter, also anstatt das Ding und die Starterkiste, würde ich jetzt hier einfach ein Inlet machen. Und das sammelt einfach Zeug hier zu so einem riesengroßen Lager. Das stört mich nicht. Und hier ein Inlet und das würde zu einem Foodlocker kommen und da kommt dann die ganzen Lebensmittel rein, die ich zerstören möchte. Und dann kann man eigentlich schon mal sehr, sehr viel Platz schaffen. Und die ganzen Sachen zerstöre ich jetzt. Guck mal hier, das ist so wunderschön, dass die Sachen nicht einfach rausploppen und ich die hier einfach so mitnehmen kann. Ach, das ist ja auch noch eine Kiste gewesen. Ach du meine Güte. Jetzt müssen wir noch aufpassen, dass hier mein Möbelinventar nicht zu voll wird. Und das Beste ist, das wird alles nur im Provisorium. So. Ach, was soll's, nehmen wir auch noch mit. Hier sind Waffenkisten, von denen wusste ich gar nicht mehr, dass ich sie hab. Los, runter mit dir. Was haben wir hier so drin? Ah. Waffen. Auch nicht schlecht. Und ja, die kommt auch mit. Und dann bauen wir hier den Hintergrund ab. Kann ich eigentlich die Rohre, weil das wäre ein No-Go, kann ich die Rohre hier drüber legen oder nicht? Ich kann. Ah, da unten ist es auch geschehen. Das Interieur meines Schiffes will ich sowieso mal ändern. Was Ansprechenderes. So, ich weiß nicht was genau, aber irgendwas mit Blöcken oder so. Da kann ich auch mal hier das ein bisschen größer machen. Mal das hier ein bisschen großzügiger abbauen. Auch wenn die Abbaugeschwindigkeit dann runtergeht, das ist mir jetzt auch egal. Es fühlt sich zumindest schneller an. Es ist nicht schneller an sich. Zumindest soweit der Mod so funktioniert, wie er funktionieren soll. Aber es fühlt sich schneller an. So. Für das hier können wir ja dann noch wieder die 1 nehmen. Ich überlege jetzt gerade, zeige ich das alles noch, weil es dauert jetzt trotzdem hier seine Zeit. Ne, 27 Minuten sehe ich gerade auf meiner Uhr. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, weil ich bei dem kurzen Schnitt, den ich gemacht habe, ein bisschen geschludert habe. Es könnte sein, dass das ein bisschen kürzer ist, die Folge. Egal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen. Folge 50 wird noch nicht das angekündigte große Etwas sein. Wahrscheinlich erst Folge 52 oder so. Oder ich mache einfach gar keine Nummer. Dieses besondere Video, was ich da vorhabe, das kriegt einfach keine Nummer. Das wird extra. Das soll auch ein paar neue Zuschauer begeistern für dieses furchtbar schlechte Let's Play. Mal gucken, ob ich damit Erfolg habe. Also bis zum nächsten Video. Tschüss.